Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur ZIP 2. Mehr Korruptionsbekämpfung haben sich ÖVP und Grüne im Regierungsprogramm vor 2,5 Jahren vorgenommen. Doch es herrscht beinahe Stillstand, obwohl es ein paar Entwürfe gibt. Nach den jüngsten Entwicklungen in der ÖVP-Affäre wächst der Druck. Im Studio ist dazu der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner. Durchhaltevermögen beweisen die Menschen im Iran. Seit 5 Wochen gehen sie trotz Versuchen der Eindämmung gegen das Regime auf die Straßen. Grenzgänger Ulrich Seidel polarisiert. Heute nimmt er in Wien zu seinem umstrittenen jüngsten Film Sparta Stellung. Schon bisher war Österreich nicht unbedingt ein Musterschüler in Sachen Korruptionsbekämpfung. Der Korruptionsindex von Transparency International weist Österreich für das vergangene Jahr den 13. Platz aus, mit 74 Punkten. Je mehr Punkte, desto besser ist es. Und die 74, die sind der schlechteste Wert für Österreich seit dem Jahr 2014. Im März dieses Jahres mahnt dann die Antikorruptionsgruppe des Europarates GRECO die Umsetzung weiterer Maßnahmen gegen Korruption ein. Österreich habe erst 3 von 19 Empfehlungen aus dem Jahr 2016 erledigt. Und auch heute äußern sich Experten nicht gerade löblich über die gesetzlichen Möglichkeiten hierzulande, Korruption zu verhindern. Es ist zwar einiges angedacht, bei der Umsetzung hapert es aber. Und bei der Besetzung so mancher Posten gibt es unter Umständen auch noch Verbesserungsbedarf. Es war ein bemerkenswerter Auftritt gestern im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, der aber fast gänzlich unbemerkt geblieben ist. Geladen war Martina K., ehemalige Abteilungsleiterin im BAK, dem Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, also der obersten Antikorruptionsbehörde im Land. Im Ausschuss berichtet sie von einem Amt, das von parteipolitischen Interessen, nämlich jenen der ÖVP, geleitet sei. Weil sie selbst aber nicht zum inneren Kreis gehörte und politisch nicht loyal gewesen sei, sei ihre Expertise bei Reformen etwa nicht gewünscht gewesen. Ausschreibungen seien so formuliert worden, dass die, Zitat, richtigen, also politisch richtigen Kandidaten zum Zug gekommen seien. K. berichtet etwa von der Besetzung ihres Stellvertreters. Ein geplantes Hearing fand dann doch nicht statt. Der gewünschte Kandidat wurde Stellvertreter. Dieser habe ihr dann gesagt, er wisse nicht, warum er hier ist. Man sagte ihm, er solle sich bewerben, es seien dann ohnehin die Expertinnen und Experten im Haus. Sachliche Verfehlungen könne sie ihm aber nicht unterstellen. Dafür hat er gar nicht genug gemacht. Eine derartige mangelnde Kompetenz habe sie sonst aber noch nirgendwo gesehen. Auch über ein Aushungern der Präventionsabteilung innerhalb des Antikorruptionsamtes berichtet K. in ihrer Befragung. Im BAK widerspricht man heute gegenüber der ZIP 2 den Vorwürfen. Man sei voll handlungsfähig, Bestellungen würden von einer unabhängigen Kommission vorgenommen werden. Wesentlich mehr Beachtung haben gestern die scharfen Worte des Bundespräsidenten an die ÖVP gefunden. Es brauche eine transparente, nachvollziehbare und wahrnehmbare Generalsanierung des Vertrauens. Damit meint der Bundespräsident wohl auch die Umsetzung von Antikorruptionsgesetzen, die schon lange am Tisch liegen. An erster Stelle sehen Expertinnen und Experten da ein umfangreiches Informationsfreiheitsgesetz. Österreich sei etwa die letzte Demokratie in Europa, in der die Bürgerinnen und Bürger kein Recht auf Zugang zu staatlichen Dokumenten haben. Und in der es bislang auch keine Verpflichtung für die öffentliche Hand gibt, staatliche Auftragsvergaben oder Förderungen etwa im Detail nachvollziehbar zu machen. Wir sind wirklich die letzte Demokratie in Europa mit einem Amtsgeheimnis in der Verfassung. Das ist völlig antiquiert, völlig überholt. Also eigentlich erwartet man sich in einer modernen Demokratie, dass die Verwaltung und die Politik wirklich transparent agieren muss. Und zwar in allen Fällen und nicht nur dort, wo es der Politik vielleicht mal genehm ist, auch wirklich transparent zu handeln. Bisher hätten beim Informationsfreiheitsgesetz immer wieder auch die Länder blockiert, so der Experte. Es brauche auch eine stärkere Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie, ein Löschverbot von amtlicher Kommunikation und eine Reform des Lobbying-Gesetzes. Die Opposition kritisiert die Regierung heute geschlossen scharf. Vieles liege seit Jahren am Tisch und gehöre endlich umgesetzt.
Wenn die ÖVP glaubt, wir machen jetzt so eine Schwamm-drüber-Politik, das ist nicht das, was der Bundespräsident gesagt hat. Der Bundespräsident hat gesagt, wir müssen die Bausubstanz retten und nicht einfach den Teppich drüber legen, weil dann fängt das Ganze erst richtig zum Schimmeln an. Wir brauchen endlich eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts, wir brauchen ein Informationsfreiheitsgesetz, wir brauchen einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt und wir brauchen endlich transparente und nachvollziehbare Bestellmechanismen auch für diverse Posten im öffentlichen Dienst. FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt heute, die ÖVP habe dem Ansehen des Landes geschadet und fordert eine Aufarbeitung. Druck kommt auch vom Koalitionspartner der ÖVP, den Grünen. Klubobfrau Sigrid Maurer sieht im Ö1 Mittagsjournal den Kanzler gefordert, die Gesetze endlich mitzubeschließen. Bisher konnten sich die Grünen aber nicht durchsetzen. Die Diskussion über Korruptionsbekämpfung neu angefacht haben diese Woche die Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium Thomas Schmidt bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat Schmidt an 15 Tagen gegenüber der WKStA ausgesagt und dabei ehemalige Parteifreunde, darunter Ex-Kanzler Kurz, schwer belastet. In den Protokollen geht es auch um angebliche Interventionen im Finanzministerium, wenn es um steuerliche Angelegenheiten einflussreicher Personen ging. Und da taucht zum Beispiel der Name Siegfried Wolf auf. Siegfried Wolf zählt zweifellos zu den erfolgreicheren Unternehmern dieses Landes und zu den Bestvernetzten in Regierungskreisen, zumindest in der Ära Kurz. Das behauptet jedenfalls Thomas Schmidt in seiner mittlerweile berühmt-berüchtigten Einvernahme. Es war im Kabinett allgemein bekannt, dass Dr. Schelling und Wolf sich sehr gut verstanden haben und befreundet waren. Sagt Schmidt etwa über den früheren Finanzminister, der sich sehr für Wolfs Steuerkausa ins Zeug gelegt haben soll. Ich habe Dr. Schelling regelmäßig vom Stand des Abgabenverfahrens Wolf informiert. Das habe ich deshalb gemacht, weil er das wissen wollte und er hat mir auch die Aufträge erteilt, was ich tun sollte. Wolf und Schelling sollen regelmäßig in Kontakt gestanden sein, bis hin zu gemeinsamen Kochabenden. Schelling wiederum soll von Wolfs Russland-Kontakten profitiert haben. Dazu muss man sagen, dass es bei Reisen nach Russland so war, dass man, wenn man Wolf eingeschaltet hat, innerhalb kurzer Zeit Zugang zu russischen Regierungsmitgliedern bekommen hat und mit diesen Termine ausmachen konnte. Das hat über den Industriemanager Wolf sehr gut funktioniert und hätte über die österreichische Botschaft wesentlich länger gedauert. Schelling ist dann 2018 Berater der russischen Gazprom geworden. Wolf hat seine Steuernachzahlung erfolgreich reduziert. Bei Sebastian Kurz wiederum hat Wolf versucht, sich in den Aufbau der ÖBAG, der österreichischen Beteiligungs AG, einzubringen. Schon bald nach der Angelobung von Türkis Blau schreibt Wolf an Kurz: Lieber Sebastian, ich denke, wir müssen dringend reden. Es müssen klare Weichen für die Industrie AG gestellt werden. Sebastian Kurz soll von Wolf sehr angetan gewesen sein. Kurz hat betont, dass er Wolf für einen der besten Unternehmer halte und ihn deshalb auch im Aufsichtsrat der ÖBAG haben wollte. Und später sollte Wolf auch den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Doch dazu kommt es nicht. Ein Problem ist damals Wolfs geschäftliche Russlandnähe bei Unternehmen, die 2019 in den USA schon sanktioniert waren. Mit diesem Problem kam Wolf mehrmals zum damaligen Bundeskanzler Kurz. Er wollte es bei einem Abendessen besprechen. Wo sollen wir uns treffen? Bei dir, im Fontana oder in der Innenstadt? Ich könnte so ab 20.45 Uhr. Liebe Grüße. Ich lade euch beide gern ins Fontana. Spargel? Eine Stellungnahme ist von Wolf heute nicht zu erhalten. Auch Hans-Jörg Schelling lässt eine ORF-Anfrage unbeantwortet. Dafür hat sich Sebastian Kurz heute zu Wort gemeldet. Der Grund ist folgende Aussage von Schmidt zur Lebensgefährtin von Kurz, Susanne Thier. Kurz hat sich mir gegenüber in einem Gespräch einmal dafür verwendet, dass es eine Gehaltserhöhung für Frau Thier gibt und dieses Arbeitsvolumen dabei Berücksichtigung finden solle. Meiner Erinnerung nach muss das im Jahr 2016 gewesen sein. Kurz schreibt am Nachmittag in einem Facebook-Posting, Schmidt habe mit seinen falschen Anschuldigungen eine Grenze überschritten und seine Freundin diskreditiert. Denn tatsächlich hat Thier 2016 keine Gehaltserhöhung, im Beamtendeutsch Aufwertung, erfahren, aber sehr wohl 2 Jahre später, nämlich 2018. Das geht aus einem elektronischen Akt hervor, der dem ORF vorliegt.
Der Antrag wird vom Finanzministerium am 20. Dezember 2018 beim Beamtenministerium eingereicht. Da ältere Anträge vorliegen, wird Thier vorgezogen, da auf Referentenebene informell kommuniziert wurde, dass es sich um die Lebensgefährtin des Herrn Bundeskanzlers handeln soll und diesbezüglich eine baldige Nachfrage zu erwarten sei. Später am Abend sagt Sebastian Kurz auf ORF-Anfrage, seine Lebensgefährtin sei 2018 einer schwangeren Kollegin nachgefolgt. Sie habe netto 68 Euro mehr pro Monat bekommen. Das Finanzministerium bestätigt, dass Thier aufgewertet wurde, weil sie ab 2018 höherwertige Tätigkeiten ausgeübt habe. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Antikorruptionsexperten Martin Kreutner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Magister Kreutner, Sie waren in verschiedenen Funktionen schon tätig, was Antikorruption betrifft, in der österreichischen Antikorruptionsbehörde, als Leiter der Antikorruptionsakademie. Derzeit sind Sie Berater für verschiedene Behörden und Institutionen zu dem Thema. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie diese Woche die Aussagen vom Herrn Schmidt gehört haben und dann auch die Replik zum Beispiel vom Ex-Kanzler mit dem Telefonmitschnitt? Nach 30 Jahren Korruptionsbekämpfung hat man einiges gesehen. Also ich hoffe, Sie sind jetzt nicht überrascht, dass ich nicht allzu überrascht selber war. Es ist natürlich schon ein weiteres Sittenbild, wie Österreich dasteht. Und manchmal hat man ein bisschen den Eindruck, und ich hoffe, das sind jetzt keine schlechten Nachrichten für Sie, es gibt die Erderwärmung nicht. Wir gehen mit dem Thema ähnlich um. Wir tun so, als ob nichts wäre. Ich darf in Erinnerung rufen, wenn Sie auf die Webseite des Bundeskanzleramts sehen, werden Sie dort 5 Regierungen innerhalb der letzten 3 Jahre sehen, 3,5 Jahre. Und alle 5, mit Ausnahme des Expertenkabinetts Bierlein, sind letztendlich über Korruption gestolpert. 90% der Österreicher, Österreicherinnen sagen, dass die Politik in Österreich ein Problem hätte. Also bitte stellen wir uns endlich und tun wir nicht so, als wir haben kein Problem. Leider haben wir ein Problem. Aber zeigt das nicht auch, dass Ihre Arbeit auch ein bisschen ins Leere läuft, wenn Sie sich ja seit Jahrzehnten bemühen, Korruption zu bekämpfen in Österreich? Das ist etwas, was es weltweit gibt. Und Sie können also da im Wesentlichen nach allen Ländern schauen. Ich vergleiche das ganz gern auch immer. Es gibt seit Kain und Abel den Mord. Und ein Kriminalpolizist kann auch nicht sagen, er hört jetzt zum Mordermitteln auf, weil er frustriert ist. Es geht also darum, was zu unternehmen, die Dinge anzusprechen, besser zu machen. Und diese Situation hat Österreich eigentlich nicht verdient. Sie haben vorgestern in der Sendung im Klartext auf Ö1 gesagt, das wäre jetzt eine Jahrhundertchance, etwas zu machen. Aber wo muss man denn am dringendsten ansetzen? Es sind mehrere Pakete, die eigentlich die Jahrhundertchance in die Umsetzung bringen könnten. Vom Handwerklichen, vom Technischen ist das keine Raketenwissenschaft. Es ist ja auch im Regierungskoalitionsvereinbarung, Abkommen stehen einige Pakete drinnen. Ich darf erinnern, es ist jetzt ein sehr, sehr guter Entwurf von einer sehr heterogenen, aber kompetenten Gruppe ausgearbeitet worden, zur Generalstaatsanwaltschaft oder Bundesstaatsanwaltschaft als Kollegialorgan, auch eine Forderung des Antikorruptionsvolksbegehrens. Es ist angekündigt, eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon seit Jahren ein großes Informationsfreiheitspaket. Es sind Lücken zu schließen im Antikorruptions-, also im Korruptionsstrafrecht. Die sind technisch sehr, sehr einfach machbar. Es gibt viele andere Dinge, die noch offen sind. Offensichtlich fehlt der Wille. Das wollte ich gerade fragen. Wie erklären Sie sich das? Der Wille dann von wem? Wir haben gerade vorhin im Beitrag gehört, zum Teil sind es die Länder, die blockieren, zum Teil offensichtlich auch andere Akteure. Also hat man auch den Eindruck, dass der Bund ganz froh ist, dass die Länder blockieren und vice versa. Und natürlich ist es auch so, dass Bundesländer etwas zurückhaltend sind, um es jetzt euphemistisch zu formulieren, die auf der Bundesebene die gleiche Partei entsprechend Gas gibt. Also letztendlich ist es das Wollen und ist es wahrscheinlich auch das Abdealen bzw. das thematische Verhandeln in Beistrichfragen, dass man nicht so weit kommt. Auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich auch ein bisschen einen Druck von außen. Ich habe es in der Eingangsmoderation erwähnt. Es gibt diese GRECO Staatengruppe des Europarates, die kontrolliert, was in einzelnen Staaten getan wird an Gesetzen. Es gibt Transparency International, die jedes Jahr neu erhebt, wie steht ein Staat da. Wollen wir nicht besser dastehen als Österreich? Ich gehe davon aus, dass wir besser dastehen wollen, zumal das ja inzwischen auch dem Wirtschaftsstandort schadet. Es ist ja nicht so, dass das im Ausland völlig unbemerkt von Staaten geht.
Ich kann mich erinnern, wir haben früher über südliche oder weiter entfernte Staaten gelacht, wenn sie oft Regierungswechsel hatten. Und da war das Thema Korruption noch nicht einmal ein Thema. Also ich glaube wirklich, um jetzt wieder in das Positive zu kommen, es bestünde jetzt die Chance, es haben sich eigentlich alle Parteien, wenn ich mir ihren Beitrag anhöre und wenn ich auch mir in Erinnerung rufe, was wir an Feedback seitens des Antikorruptions-Volksbegehrens bekommen haben, es haben sich eigentlich alle Parteien committed, ja, bitte in die Gänge kommen. Wir bieten uns als Fachleute auch gerne an, hier beizutragen. Es sind 72 ganz konkrete Vorschläge auch am Tisch. Da geht's in Ihrem Volksbegehren, da gibt es konkrete Punkte auch und auch Möglichkeiten, wie man es umsetzen kann. Was man schon auch unterscheiden muss, das eine ist jetzt irgendwie ein Verstoß gegen Gesetze, auch wenn man Gesetze jetzt strenger macht. Gibt es natürlich trotzdem Hintertürchen vielleicht. Und auf der anderen Seite aber sowieso auch Dinge, die eigentlich gar nicht gesetzeswidrig sind, die aber eine schiefe Optik darstellen, die eigentlich gegen die Moral sind. Wie kann man denn das in den Griff bekommen? Also hier gibt es auch unterschiedliche Ansätze, auch technische Ansätze, wenn Sie mich das so formulieren lassen. Aber ich glaube, der Herr Bundespräsident hat das gestern auch auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, einerseits es geht um die Generalsanierung auch des Vertrauens. Und eine Demokratie lebt dadurch oder davon, dass der Souverän, das Volk, auch Vertrauen hat in jene Personen und Persönlichkeiten, die das Land verwalten und das Land regieren. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, wie gesagt, dass 90% der Österreicher und Österreicherinnen das offensichtlich nicht mehr oder nur noch zum Teil haben, wäre eigentlich das eine Rieseneinladung an alle Damen und Herren im Parlament und darüber hinaus jetzt wirklich in die Gänge zu kommen und was zu unternehmen. Aber es gibt ja zum Beispiel in vielen Firmen auch sowas wie Compliance-Regeln, wo sich die Firmen selber, abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften, Regeln auferlegen, was ist erlaubt, was soll ich tun, was soll ich nicht Absolut, tun. Das sind Compliance-Management-Systeme, das ist ein Code of Conduct, das sind sogenannte Soft-Law-Ansätze. Ja. Natürlich könnte das auch und wäre angemessen und auch erforderlich, dass sich das politische Parteien geben, dass das auch im Parlament zur Anwendung kommt. Und ganz interessant ist ja, es ist ja auch das Parlament bzw. der Ministerrat, der gerade vor 2 Jahren zum Beispiel für den öffentlichen Dienst so einen Code of Conduct verabschiedet hat. Also man weiß ja, wie es funktioniert, warum wendet man es nicht auf sich selber an auch? Also einiges ist zu tun. Ganz kurz noch, bis 31. Dezember muss Österreich eben bei dieser Antikorruptionsgruppe GRECO einen neuen Fortschrittsbericht vorlegen. Erwarten Sie, dass da Maßgebliches drinnen stehen wird? Ich hoffe es. Die Zeit wird sehr, sehr kurz sein. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass der letztjährige sogenannte Compliance-Bericht Österreich im Schulnotensystem einen 5er gegeben hat, dann ist also wirklich Feuer am Dach. Und ich hoffe, wie gesagt, wieder im Positiven, dass wir jetzt Dinge vorwärts bringen und dieses Commitment, das ja alle zumindest noch öffentlich aussprechen, auch wirklich in Gesetzesanträge gießen, in Verhandlungen gießen und auch in Selbstverpflichtungen gießen, sodass wieder Anstand und Integrität auch Parameter werden. Herr Magister Kreutner, danke fürs Kommen. Danke. Sie lassen sich nicht einschüchtern, auch wenn die Sicherheitskräfte das versuchen. Im Iran gehen die Menschen weiter gegen das Regime und seine rigiden Regeln auf die Straßen. Seit 5 Wochen bereits. Moralische Unterstützung bekommen die Protestierenden aus der ganzen Welt. In Berlin etwa ist für morgen eine Großdemo angekündigt. Und die australische Metropole Melbourne wird als Zeichen der Solidarität die Wahrzeichen der Stadt in den Farben der iranischen Flagge grün-weiß-rot beleuchten. Mitten in Teheran leuchtet das Porträt von Mahsa Amini, überlebensgroß, auf einer Hauswand. Die Proteste gegen das Regime gehen weiter, im ganzen Land. Heute zum Beispiel in Sahedan im Süden des Landes. Mehr als einen Monat nach dem Tod Aminis scheint kein Ende in Sicht. In mehr als 100 Städten im Land dürfte es schon zu Demonstrationen gekommen sein. Und das, obwohl die Sicherheitskräfte alles andere als zimperlich vorgehen. Mehr als 12.000 Menschen sind laut Menschenrechtsorganisationen seit Ausbruch der Protestwelle bereits festgenommen worden. Oft waren sie danach Folter und Misshandlungen ausgesetzt, wie diese Demonstrantin. Mehr als 240 Tote dürfte es schon geben. Die UNO zeigt sich besorgt. Es gibt Schätzungen, dass bis zu 23 Kinder getötet wurden und viele verletzt durch scharfe Munition, Metallkugeln aus nächster Nähe und tödliche Schläge. Jüngstes Beispiel: in Ardabil im Nordiran starb laut Lehrergewerkschaft eine 15 Jahre alte Schülerin an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte. Die Behörden hingegen geben Selbstmord als Todesursache an. Ein zweites Mädchen liegt im Koma. Die Gewerkschafter haben daher heute zu einem landesweiten Lehrerstreik aufgerufen. Bis jetzt deutet noch nichts darauf hin, dass der Protest abflaut.
eigentlich das Gegenteil, also dass die Leute eigentlich nach jedem Tod noch wütender auf die Straße gehen. Also sie sprechen quasi, all diese jungen Mädchen, die in den vergangenen 5 Wochen getötet worden sind, sind jetzt zu Märtyrerinnen geworden und sind weiterhin ein Grund, dass die Leute wütend sind auf das Regime. Jedes Begräbnis, das da stattfindet, ist de facto eine Demonstration. Die Basis des Regimes bröckelt seit Jahren, so Korsand. Bei den Protesten 2017, 18 und 19 seien die unteren Bevölkerungsschichten, die eigentliche soziale Basis der Islamischen Republik, auf die Straße gegangen. Sehr zur Verwunderung auch der Vertreter des Regimes. Dieses Mal ist halt die Hoffnung, dass die mehr Sicherheitskräfte auch überlaufen zu den Protestierenden. Also wir sehen Videos, wo sie mit den Protestierenden sympathisieren, manche sogar mitmarschieren. Es gibt Videomitschnitte, wo Revolutionsgarden sich untereinander austauschen und sagen, wie gehen wir mit diesen Kindern um? Wir können doch nicht permanent auf irgendwelche Kinder schießen. Die Hoffnung wird auch dadurch genährt, dass heute ein hoher Geistlicher dafür plädiert, den Menschen ein gewisses Maß an Kritik an der Führung zu gestatten. Dennoch bleiben berechtigte Zweifel, denn derzeit ist kein Ende der Gewalt zu erkennen. Ans Aufgeben denken die Demonstranten trotzdem nicht. Für jeden getöteten Protestierenden, so ihr Schlachtruf, kommen tausende andere nach. Und weitere wichtige Meldungen haben wir jetzt in einer Übersicht für Sie. Knapp einen Monat nach der Landtagswahl ist in Tirol heute die neue Regierung vorgestellt worden. Sie setzt sich aus ÖVP und SPÖ zusammen. Landeshauptmann wird Anton Mattle, sein Stellvertreter Georg Dornauer. Laut Koalitionspakt soll vor allem erneuerbare Energie ausgebaut werden. Die zuletzt viel diskutierten Zelte für Asylwerber soll es in Tirol aber nicht geben. Das Land Tirol ist auch sehr, sehr bemüht, ordentliche Flüchtlingsunterkünfte zu organisieren. Wir beide werden das, sobald wir auch angelobt sind, auch aktiv in Angriff nehmen. Am Dienstag wird das neue Regierungsteam erstmals auf der Regierungsbank Platz nehmen. Beim EU-Energiegipfel haben sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Fahrplan geeinigt. Es soll einen Richtpreis für Pipeline-Gas geben, um Preise für Haushalte und Unternehmen zu senken. Details werden jetzt von der EU-Kommission ausgearbeitet. Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss ist der Streit um ihre Nachfolge voll entbrannt. Gute Chancen werden derzeit Ex-Finanzminister Rishi Sunak oder Penny Mordaunt, Ministerin für Parlamentsfragen, eingeräumt. Mordaunt hat als erste ihre Kandidatur eingereicht. Aber auch Boris Johnson will wieder kandidieren. Spätestens in einer Woche soll die neue Tory-Spitze feststehen. Die Postfaschistin Giorgia Meloni wird Italiens erste Ministerpräsidentin. Sie hat heute von Staatspräsident Mattarella offiziell den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Lega-Chef Matteo Salvini soll demnach Infrastrukturminister werden. Schon morgen Vormittag soll die neue Regierung vereidigt werden. Der ehemalige Trump-Chefstratege Steve Bannon ist zu 4 Monaten Haft und einer Geldstrafe von knapp $7.000 verurteilt worden. Bannon wurde der Missachtung des US-Kongresses schuldig gesprochen, weil er trotz Vorladung nicht zum Untersuchungsausschuss zur Kapitolerstürmung erschienen ist. Der österreichische Regisseur Ulrich Seidel sorgt mit seinen international erfolgreichen Filmen immer wieder auch für Irritationen und Kontroversen. So auch mit seinem neuen Film Sparta, in dem es um einen Mann mit pädophilen Neigungen geht. Da wurde die Aufregung gar so groß, dass das Filmfestival in Toronto die Weltpremiere abgesagt hat. Im Nachrichtenmagazin Spiegel wurden nämlich schwere Vorwürfe rund um die Dreharbeiten zum Film erhoben. Seidel habe die Kinderdarsteller ausgenutzt und die Eltern nicht über den Inhalt des Films informiert, stand da. Vor der Premiere von Sparta bei der Biennale heute Abend hat Ulrich Seidel meinem Kollegen Christian Konrad sein seither erstes Fernsehinterview gegeben. Keine normale Premiere für Ulrich Seidel. Nach den Vorwürfen im Spiegel, er habe Kinder beim Dreh zu seinem Film Sparta Gewalt, Nacktheit und Alkoholismus ausgesetzt, geht Ulrich Seidel jetzt in die Offensive. Die Anschuldigungen, aus denen die Spielgeschichte ja gemacht wurde, stammt ja von Angaben von anonymen Informanten. Und nichts davon ist bis dato erwiesen, gar nichts. Und die Eltern haben ja auch den Film gesehen und die Kinder haben auch den Film gesehen. Es gibt keine Einwände. Also sozusagen, das sind reine Spekulationen, die sozusagen auch grenzüberschreitend sind und unseriös sind. Sparta erzählt die Geschichte von Ewald, dargestellt von Georg Friedrich.
Weil er sich zu Kindern hingezogen fühlt, baut er im ländlichen Rumänien eine Schule um und gibt dort gratis Judo-Unterricht. Dass die Eltern über den Inhalt des Films nicht Bescheid wussten, weist Seidel entschieden zurück. Gianni, Adi. Ich selber mit meiner Dolmetscherin habe die Eltern über den Inhalt des Films und über die Handlung des Films informiert. Ich habe gesprochen sozusagen über den Hauptdarsteller, welcher Mensch das ist, was der macht, warum er sich mit Kindern umgibt und so weiter und so weiter. Ja. Und all das, es wurden ja keine Szenen gedreht, die in irgendeiner Form sozusagen sexualisiert wären oder die mit Gewalt zu tun haben oder die mit Nacktheit zu tun haben. Gibt es ja alles nicht. Alle Unterlagen und Verträge zu den Dreharbeiten werden jetzt unter anderem vom Österreichischen Filminstitut geprüft. Wie immer diese Untersuchung ausgeht, an seiner Arbeitsweise hält Seidel fest. Gut, danke. Ich weiß sozusagen, was ich verantworten kann und was ich nicht verantworten kann. Und bei mir gibt es auch bei der Inszenierung Grenzen, aber die Grenzen muss ich irgendwie selber setzen. An eine vollständige Rehabilitierung glaubt er allerdings nicht. Mir ist klar, dass hier ein Schaden entstanden ist und dass der Schaden letztendlich nicht ganz auszumerzen sein wird. Das ist eine massive Rufschädigung meiner Person und überhaupt wird hier meine Arbeit, meine langjährige Arbeit und vielleicht sogar mein Lebenswerk in Misskredit gezogen. Dem Film jedenfalls ist nichts vorzuwerfen. Die beklemmende und zugleich zärtliche Studie eines Mannes, der gegen seine pädophilen Neigungen ankämpft, ist mitunter verstörend. Die moralische Bewertung seines Films überlässt Ulrich Seidel aber dem Publikum. Morgen unbedingt einen Schirm und wetterfestes Gewand mitnehmen. Das Wochenende startet nämlich nass. Mit Regen und mit einzelnen Gewittern wird eine Front unser Land überqueren. Bis morgen Mittag wird es in der gesamten Westhälfte unseres Landes nass. Bis zum Samstagabend wird der Regen das restliche Österreich überqueren. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16, im zunehmend sonnigen Westen 18, im Südosten vor dem Regen 20 Grad. Am Sonntag setzt sich verbreitet die Sonne durch. In einzelnen Regionen kann es lange nebelig, trüb und relativ kühl bleiben. Bis zu 24 Grad warm wird es in Vorarlberg. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von den Zusehern auf Dreisat. Danke für Ihr Interesse und schöne Grüße aus Wien. Hohe Inflation und steigende Preise sind nicht nur ein Phänomen unserer Tage. Bereits in der Nachkriegszeit sorgten sie für Probleme und führten zur Entstehung der sogenannten Sozialpartnerschaft. Nach 75 Jahren widmen wir ihr im Anschluss eine ZIP2 History. Armin Wolf. Danke, Marie-Claire. Vor einem Dreivierteljahrhundert wurde die Sozialpartnerschaft quasi geboren mit dem ersten sogenannten Lohnpreisabkommen gegen die gigantische Inflation damals, die noch viel höher war als heute. Aus der Sozialpartnerschaft wurde ein Erfolgsmodell für sozialen Frieden, aber auch eine Art übermächtige Nebenregierung. In der ZIP2 History beleuchten wir heute ihre Verdienste und Krisen. Und im Studio diskutiere ich mit den Präsidenten von ÖGB und Wirtschaftskammer, Katzian und Mara, über ihren Einfluss, ihre Konflikte und die schwierigen Lohnverhandlungen in diesem Jahr. Gleich nach der ZIP2. Und in der ZIP-Nacht geht es heute um die Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs auf einen Gaspreisdeckel. Zu Gast ist der E-Control-Vorstand Wolfgang Urbancic bei Madeleine Grohmann um 23.15 Uhr in ORF 1. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche jetzt noch einen interessanten Abend mit der ZIP-2 History.